Bitte ist an Karl-Heinz Nobe, steigen wir doch bitte gleich ein mit einigen relevanten aktuellen Daten und Fakten. Im Anschluss will ich Sie, Frau Landesrätin, bitte in Ihrer Zuständigkeit für Soziales und für Arbeit in diesem Land bitten, Ihre Perspektiven. Schlussendlich bitte heute Landesrat Buchmann in seiner Funktion als Wirtschaftslandesrat, wenn Sie dann so lieb sind und uns ein paar Aspekte für 2017 liefern. Zuerst ein kurzer Rückblick, wie lief es in diesem Jahr, wie ist der Status quo? Und dann wahrscheinlich, was am meisten interessiert, ein Ausblick auf das kommende Jahr. Herr Snobe, ich darf Sie bitten. Dankeschön für die Einladung. Ja, wir haben uns erlaubt, Ihnen eine Unterlage auf die Tische zu legen. Eine Unterlage, und darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen, die die ersten 11 Monate dieses Jahres beinhaltet. Also das ist kein Jahresergebnis, kein 16er-Ergebnis. Es fehlt selbstverständlich der Dezember, was die Arbeitslosenzahlen und die Beschäftigtenzahlen anbelangt. Es soll einen Vergleich ermöglichen zum abgelaufenen, vollen abgelaufenen 15er Jahr, daher diese Darstellung. Ich darf mit der ersten Folie den Beschäftigungsmarkt einfach zeigen, was Sie hier auf dieser Grafik, und das ist ident in Ihrer vorliegenden Unterlage sehen, das ist pro Monat die Zahl der zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse in der Steiermark. Also Sie sehen, grün ist immer gut. Ein Beschäftigungsplus meistens jenseits der 1% Zuwachsrate. Wir haben praktisch in allen Branchen, in allen Wirtschaftssegmenten mehr Beschäftigung gehabt. Über den gesamten Zeitraum dieser 11 Monate sind es 1,4% Punkte mehr unselbstständig Beschäftigte. Hinweisen möchte ich darauf, dass vor allem auch bestimmte Branchen darauf hindeuten lassen, dass sich nicht nur Teilzeitbeschäftigung im Plus niederschlagen wird, sondern dass auch Vollbeschäftigungsverhältnisse im 16er Jahr mehr sein werden als im 15er Jahr. Also wir werden, und das werden wir Mitte des nächsten Jahres dann genau wissen, auch insgesamt in der Steiermark ein Beschäftigungsvolumen plus aufweisen können. Hinweisen möchte ich an der Stelle noch die Altersgruppen. Wir haben bei den über 50-jährigen Personen ein starkes Plus bei der Beschäftigung von fast 6%. Wir haben bei den jungen Menschen ein Beschäftigungsminus, bei den unter 25-Jährigen ist es 2,3%. Etwas anders die nächste Grafik und Darstellung der Arbeitslosigkeit. Was Sie hier sehen, das ist die Absolutzahl der arbeitslosen Menschen in der Steiermark von Jänner bis November mit 41.911 im letzten abgelaufenen Monat. Hinweis, und die Kurven zeigen einfach diesen saisonalen Aspekt, den wir, wie viele andere Bundesländer auch haben, hinweisen möchte ich auf das, was drunter dargestellt ist. Also wir haben bis in den Mai hinein noch immer einen Zuwachs in der Arbeitslosigkeit verzeichnet in diesem Jahr. Und seit Juni geht die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr zurück. Ich habe es mir mal vorsichtig ausgerechnet, auch inklusive des erwarteten Dezembers. Also wir werden mit einem leicht hellblauen Auge davonkommen. Nach meinen Einschätzungen werden wir gegenüber dem Jahr 2015 ca. 50 Arbeitslose im Jahresschnitt mehr haben als wie gesagt im 15er Jahr, also praktisch das Ergebnis des Jahres 2015 auf 2016 wiederholen. Das ist ein sehr hoher Bestand an arbeitslosen Personen im Bundesland, aber wie die untere Kurve zeigt, es geht Gott sei Dank in die richtige Richtung. Die nächste Grafik und in der Unterlage können Sie die Zahlen genauer anschauen, wenn Sie Interesse haben. Soll nur das Grüne verdeutlichen. Also Sie sehen hier noch sogenannter Wirtschaftsklasseneinteilung die Veränderung einerseits der Arbeitslosigkeit in diesen 11 Monaten, in der zweiten Kolonne der unselbstständig Beschäftigten und in der dritten Kolonne der Arbeitslosenquote nach Branchenbereich. Das, was rot ist, ist schlecht. Das, was grün ist, ist gut. Gott sei Dank haben wir mehr grüne Flächen als wie rote Flächen. Das zeigt einfach, dass sich praktisch alle Branchen positiv verändern. Lassen Sie sich nicht immer von den Prozentdaten, wenn beispielsweise bei der Landwirtschaft, bei den unselbstständig Beschäftigten eine Zahl von 7,2% im Minus da ist. Sie erinnern sich, wir haben im April herum einen ganzen Wüllenfrost gehabt.
der hat sich da beispielsweise niedergeschlagen. Das sind gerade einmal 5.600 unselbstständig Beschäftigte in diesem Wirtschaftssegment von fast 500.000 unselbstständig Beschäftigten. Die nächste Grafik soll Ihnen die Steiermark-Situation im Bundesländervergleich zeigen. Ebenfalls gleiche Darstellung, die ersten 11 Monate im Schnitt, wie viele Arbeitslose hat jedes Bundesland. Da ist die Steiermark mit 43.400 Personen drinnen. Und darüber jetzt wieder die Veränderung aller Monate. Ganz links sehen Sie, Tirol hat die beste Arbeitslosenstatistik in diesen 11 Monaten vorzuweisen. Über die ersten 11 Monate einen Rückgang von 6,5%, bis auf die andere Seite Oberösterreich, Niederösterreich und Wien mit Zuwächsen. Das Graue, was Sie dazwischen sehen, das ist der österreichische Durchschnitt. Also wir sind mit 0,3% im Plus, jetzt noch ganz leicht im Plus bei der Arbeitslosigkeit, wie gesagt, wird sich, wenn der Dezember dann da ist, noch einmal verbessern. Ja, wir haben ein bisschen die Brennpunkte uns auch angeschaut, darf auf die Unterlage auf die Seite 4 verweisen, das ist die Dauer der Arbeitslosigkeit, auch bekannt für jene, die sich damit immer wieder intensiver beschäftigen. Unser Hauptproblem ist, dass die Arbeitslosigkeit bei bestimmten Personengruppen deutlich länger dauert. Im Schnitt des Jahres 2016 dauert die durchschnittliche Arbeitslosigkeit von Steirerinnen und Steirern 190 Tage exakt. Vor einem Jahr war es zum gleichen Zeitraum 153 Tage. Das zeigt auch vor allem, dass wir mit bestimmten Personengruppen eine deutlich längere Arbeitslosigkeitssituation haben, um auf die Problembereiche auch hinzuweisen. Das sind natürlich Menschen, die schlecht qualifiziert sind. Das sind ältere arbeitslose Menschen. Das sind auch Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen haben. Da bewirkt eine etwas bessere wirtschaftliche Situation keinen Rückgang der Arbeitslosigkeit und vor allem keine positive Entwicklung bei der Dauer der Arbeitslosigkeit. Explizit ansprechen wollen wir nur als Hinweis, dass sich der Baubereich, der die letzten Jahre ein schwieriges Thema gewesen ist, gut entwickelt hat. Hier hat die Beschäftigung stark zugenommen und die Arbeitslosigkeit Gott sei Dank stark abgenommen, wiewohl die Arbeitslosenquote natürlich im Baubereich immer noch eine schwierige Situation ist mit dem Stichwort Saisonfaktor. Was sich sehr positiv entwickelt das letzte halbe Jahr, das zeigt die nächste Grafik, das ist, dass wir bei den offenen Stellen, die dem Arbeitsmarktservice mitgeteilt werden, wo wir beauftragt werden mit einer Vermittlung, dass das zunimmt. Wir haben doch um 20% mehr offene Stellen zu verzeichnen im abgelaufenen Jahr. Und was ich hier auch einmal in einer Form sehen, wie wir es, glaube ich, so noch nie gezeigt haben, das ist der sogenannte Einschaltgrad des Arbeitsmarktservice. Wie viele offene Stellen bekommt das Arbeitsmarktservice überhaupt anteilsmäßig gerechnet an allen Vakanzen, die sich in diesen 11 Monaten in diesem abgelaufenen Jahr abgespielt haben. Das heißt, 42% aller Bewegungen am Arbeitsmarkt, Neueinstellungen, da ist das Arbeitsmarktservice involviert und da zeigt die Darstellung, dass wir einerseits unseren Einschaltgrad etwas erhöhen haben können und insgesamt ein Plus an offenen Stellen. Abschließend möchte ich diesen Rückblick auf diese ersten 11 Monate mit einer regionalen Darstellung. Sie sehen hier die Veränderung der Arbeitslosigkeit, also in welchen, und das gibt es im Arbeitsmarktservice-Bezirke nicht ganz zu vergleichen mit politischen Bezirken, wir haben 16 Arbeitsmarktservice-Bezirke in der Steiermark. Also Sie sehen hier, dass beispielsweise dunkelgrün im Bezirk Liezen sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahresvergleich am stärksten entwickelt hat und was rötlicher ist, da ist die Arbeitslosigkeit stärker gestiegen. Bitte auch hier der Arbeitsmarktbezirk Gleisdorf als eine Besonderheit in der Steiermark mit 9,2% plus. Ein Arbeitsmarktbezirk, der, wie die nächste Grafik zeigt, zwar eine niedrige Arbeitslosenquote hat, aber wo die Arbeitslosigkeit aus ein paar bestimmten Umständen, ich habe eine genannt, die Landwirtschaft, etwas stärker gestiegen ist. Das hier zeigt die Arbeitslosenquote der ersten 11 Monate. Also wenn Sie so wollen, desto dunkler, desto schwieriger, desto heller, desto besser. Also Sie sehen hier den politischen Bezirk Weiz, 4,9% und 5,3% mit unseren zwei Arbeitsmarktbezirken Weiz und Gleisdorf die beste Situation. Nach
nach österreichischer Messart, Arbeitslosenquote nach österreichischer Zählart, immer die Personen, die bei uns als arbeitslose Personen vorgemerkt sind. Ich verweise es nur deswegen, die EU-Arbeitslosenquote ist ja deutlich niedriger, wenn wir europäische Vergleiche heranziehen. Und nach diesen zwei Zahlen wäre beispielsweise der Bezirk Weiz europäisch gerechnet bei ca. 3,5% und hätte praktisch Vollbeschäftigung. Auch das wollte ich erwähnen. Wir haben in der Unterlage zum Thema Rückblick noch drinnen einen Sonderfaktor, den wir in der Steiermark Gott sei Dank haben mit der Automobilindustrie. 3.000, wahrscheinlich 4.000 neue Beschäftigungsverhältnisse bis in das Jahr 2018 hinein. Wir konnten bisher dem Unternehmen Magna 5.000 arbeitslose Personen in Jobbörsen vermitteln. 90% dieser 5.000 Personen haben sich dort auch beworben. Wir haben geschaut, und es ist gelungen, ein hoher Frauenanteil, aber nur, um auch darauf hinzuweisen, auch Menschen aus dem Status von Konventionsflüchtlingen sind es 320, die wir dorthin jetzt einmal vermittelt haben, und wir sind guter Hoffnung, dass sehr viele davon auch dort zu arbeiten beginnen werden. Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt werden wir nächstes Jahr dann spüren. Vielleicht so viel zum Status, über Herausforderungen werden wir sprechen. So ist es. Danke, Herr Snowbeck. Frau Landesrätin, insgesamt gesehen, wie anfangs gesagt, eine gewisse Entspannung im Detail betrachtet, mitunter noch sehr schwierig. Rechnen Sie aus Ihrer Perspektive, aus Ihrem Ressort, dass man sich mittelfristig auf diese Situation einlassen muss, mit dieser Situation weiterhin rechnen muss? Wir rechnen damit, also wir bezeichnen das immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Und das lachende Auge ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir Entwicklungen haben, gerade bei den jüngeren Menschen, wo wir sagen, da ist neue Beschäftigung möglich, aber wir haben auch noch Riesenherausforderungen. Also man kann leider keinesfalls Entwarnung geben. Das würden wir uns alle wünschen, und ich habe mir das auch extra aufgeschrieben, weil es traut sich heute ja keiner mehr in den Mund nehmen, aber das Ziel der Vollbeschäftigung, das muss natürlich unser Ziel bleiben. Wir müssen dem näher kommen wieder, und wir sind da gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice, denke ich mir, auch auf dem richtigen Weg. Und, aber insofern, die Herausforderungen bleiben groß. Wir haben Menschen in der Steiermark, die Älteren sind angesprochen worden, wo wir wissen, da ist noch sehr viel zu tun. Und da ist insofern sehr viel zu tun, weil wir einerseits Beschäftigungszuwachs haben und andererseits diese Menschen damit aber nicht erreichen. Das heißt, es ist nicht damit getan, über die neuen, über die zusätzlichen Arbeitsplätze zu argumentieren, sondern wir müssen nachdenken, wie können wir über sonstige Maßnahmen, und ich spreche da ganz bewusst einen zweiten oder auch einen dritten Arbeitsmarkt an, wie können wir diese Menschen, und sei es zeitweilig, auch wieder in Beschäftigung bringen. Und das ist jetzt nicht, ich habe sozusagen bei mir im Ressort beide Seiten einer Medaille. Ich habe Arbeit und Beschäftigung, und ich habe die Sozialpolitik. Und das sind kommunizierende Gefäße, wie wir wissen. Und jeder einzelne Mensch, den wir durch Arbeit aus dem Sozialsystem herausführen, ist für mich richtig und wichtig und die beste Maßnahme. Und nicht, weil ich nachweislich zu jenen gehöre, nicht, weil ich Sozialbashing betreibe, das tun andere zur Genüge und keine Diskussionen über die Mindestsicherung führe oder über deren Höhe, sondern weil es bei Arbeit nicht nur um Einkommen geht, sondern um Würde geht, um Respekt geht, um Teilhabe an der Gesellschaft im besten Sinne des Wortes geht. Deshalb bekennen wir uns auch zu sogenannten Maßnahmen des zweiten und dritten Arbeitsmarktes im Wissen, dass sie nur die zweitbeste Lösung sind, und im Wissen, dass wir immer das Ziel haben müssen, die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu führen. Aber es kann nicht die Alternative sein, erster Arbeitsmarkt oder Mindestsicherung. Das heißt, wir brauchen dazwischen Maßnahmen, und wir haben ja gemeinsam mit dem AMS pro Jahr, wir geben ja 80 Millionen Euro aus für diese Maßnahmen. Und wir haben jetzt kürzlich, weil es ein bisschen natürlich auch um den Rückblick heute geht, analysiert, dass rund 6.000 Menschen in diesen Maßnahmen zumindest zeitweilig eine Beschäftigung finden. Und von diesen 6.000 Menschen finden rund 3.000 auf dem ersten Arbeitsmarkt Platz. Und das ist gut und richtig, und da müssen wir auch weiter investieren. Und diese Gefahr, die droht, wenn jemand sehr lange arbeitslos ist, die ganzen sozialen Aspekte, die dann dazukommen, und wir haben letztes Mal im Landtag eine Diskussion gehabt, was auch von der Opposition gefordert wurde. Also, wo wir aber auch als Regierung sagen, ja, da muss etwas getan werden, das ist die sogenannte Erwachsenensozialarbeit. Das heißt, ich muss rund um das Thema Arbeit auch ein Bündel an Unterstützung anbieten, denn unser Ziel muss es bleiben, dass wir Menschen in Beschäftigung bringen. Und
dieses Ziel, da führen sehr viele Wege zu diesem Ziel. Und was wir jedenfalls nicht aus den Augen verlieren dürfen, sind Maßnahmen. Ich möchte, der Karl-Heinz Nowe hat es erwähnt, das sind Maßnahmen wie Magna. Ich brauche solche Leuchtturmprojekte, ich brauche solche Projekte, die auch wieder Motivation geben, die wir haben damals, wie es im letzten Jahr auch in der Diskussion war, es sind nicht nur die Arbeitsplätze, sondern es ist die Stimmung im Land, ja, da tut sich etwas. Wir haben neue Arbeitsplätze, die Menschen haben real Möglichkeit, wieder zur Arbeit zu kommen. Das ist sehr, sehr wichtig und großartig. Und wir haben daneben ganz viele kleinere Maßnahmen, die vielleicht oft nicht so vor dem Vorhang sind und die trotzdem dazu beitragen, dass Menschen wieder in Arbeit kommen. Wir arbeiten an diesem Thema, es werden uns vor allem die Menschen, die älter sind, sind ein besonderes Anliegen. Wir haben auch im Ressort, das ist jetzt ein Thema, das ich bewusst jetzt auch zum Thema Arbeitsmarkt ansprechen möchte. Wir investieren viele Millionen pro Jahr auch in Menschen mit Behinderung, dass wir sie wieder auf dem Arbeitsmarkt unterbringen. Das ist eine besondere Herausforderung. Diese Menschen haben eine besondere Lebenssituation und da ist das Thema Arbeiten können etwas, das nicht ganz einfach ist. Wir versuchen da aber viele Maßnahmen, wir sagen, das sollte selbstverständlich sein, auch da gibt es sozusagen ein Anrecht darauf, je nach der eigenen Möglichkeit Platz zu finden. Ich möchte diese beiden Zielgruppen besonders hervorheben, die Älteren und Menschen mit Behinderung. Und wir haben Gott sei Dank, und das ist etwas, das aus meiner Sicht ein Meilenstein ist, wir haben Gott sei Dank jetzt mit der Situation der Ausbildungspflicht der jungen Menschen bis 18, da ist wirklich ein Meilenstein gelungen, dass junge Menschen bis 18 jetzt wirklich auch die Möglichkeit haben, ihre Ausbildung zu vollziehen. Ich spreche jetzt ganz bewusst die zweite Seite der Medaille an. Das ist bei mir so und so immer Thema, die Sozialpolitik. Und ja, es führt natürlich auch zu einer Entlastung des Sozialbudgets. Wenn man rechnet, das ist eine normale Zahl, die der Karl-Heinz auch immer nennt, die darf sie heute verwenden, jemand, der arbeitslos ist, das sind im Jahr Kosten von ungefähr 17.000 Euro. Wenn jemand in Mindestsicherung ist, das sind im Jahr, wenn ich jetzt den Höchstbezug habe, Kosten in der Höhe von rund 10.000 Euro. Wie gesagt, ich diskutiere nicht die Höhe, das ist nicht zu viel, da ist meine Meinung bekannt, aber ich diskutiere darüber, dass es natürlich sinnvoller ist, dieses Geld in Ausbildung, in Qualifizierung, in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu stecken. Das heißt, unser Ziel ist Arbeit, Arbeit, Arbeit für die Steirerinnen und Steirer und durch die Maßnahmen, die wir setzen, kommen wir diesem Ziel gemeinsam ein Stück näher. Ich wollte mich auch bedanken heute für die Einladung, dass auch dieses Setting möglich ist. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die unterschiedlichen Aspekte zum Thema Arbeit, Beschäftigung und Wirtschaft heute beleuchtet werden können. Wie gesagt, Thema Wirtschaftsentwicklung und so weiter vom Landrat Buchmann und aus unserer Sicht auch begleitende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die notwendig sind und begleitende auch Qualifizierungsmaßnahmen und Ausbildungsmaßnahmen, damit auch das Thema Fachkräfte, Fachkräftepotenzial in der Steiermark weiterhin gut entwickelt werden kann. Und ja, auch da ein Bekenntnis von mir, auch das wurde angesprochen, wir werden, ob wir wollen oder nicht, Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt integrieren müssen. Ich sage bewusst, ob wir wollen oder nicht, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, aber aus einer rein wirtschaftlichen Sicht habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe diese Menschen im Land, ich kann gut über Sozialsysteme Unterstützung gewähren und ich kann sie gut in Beschäftigung integrieren. Ich denke mir, alle in diesem Raum werden aus vielen Gründen der Überzeugung sein, dass Beschäftigung der klügere Weg ist, nämlich auch für die Menschen, die Steirerinnen und Steirer. Danke, wir reden dann gleich darüber auch noch weiter. Herr Landesrat, die Stimmung in der steirischen Wirtschaft und Industrie ist überhaupt nicht schlecht. Scheint sich aber nur bedingt im Gesamtbild irgendwie wiederzuspiegeln. Ist es so? Ist es eher subjektiv oder gibt es da wirklich objektiv Probleme, dass es nicht so richtig positiv durchsteht? Erstens danke einmal an den Presseclub, an Heinz Fischer und das ganze Team im Presseclub, 5 Tage vor Weihnachten so eine Debatte oder so eine Diskussion durchzuführen, ist keine Selbstverständlichkeit und das zeigt auch das Interesse der Anwesenden und von uns, dass wir schon mit großer Ernsthaftigkeit hinter diesem Thema stehen und dass wir nicht nur 5 Tage vor Weihnachten, sondern das ganze Jahr über versuchen, durch die Möglichkeiten, die eine
Landespolitik hat, die einen Arbeitsmarktservice hat, die richtigen Maßnahmen in die richtige Richtung zu setzen und Zukunft möglich zu machen. Manche von Ihnen wissen, dass ich das ganze Jahr über sehr intensiv bei Betrieben zu Gast bin, bei den kleineren, bei den mittelständischen, bei den größeren Betrieben, um hinter die Kulissen zu blicken und ein bisschen herauszuspüren, auch wie unsere Wirtschaft tickt, wo die Erfordernisse sind und wo die Wünsche liegen, um damit auch Handlungsanleitungen für unsere Politik entsprechend zu gewinnen, wo wir unterstützen können. Und ja, Sie haben es angesprochen, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte spüre ich jetzt bei diesen Betriebsbesuchen schon ein viel positiveres Klima, als wir es noch im ersten Halbjahr gehabt haben, dass ein bisschen die Konjunktur in den Köpfen der Unternehmungen auch anzieht, dass das Zukunftsbild positiver wird und dass auch die Investitionsneigung wieder zunimmt. Und die ist ja letztendlich in der Privatwirtschaft dafür ausschlaggebend, ob wir Beschäftigung aufbauen können, beziehungsweise die Beschäftigung, die es gibt, zumindest absichern können. Und da ist was im Gange und das zeigen auch alle Indizes, die von den Wirtschaftsforschungsinstituten vorgestellt worden sind. Das ist auch der Einkaufsmanager-Index, sowohl in Deutschland wie auch in Österreich, mittlerweile wieder positiver. Das heißt, es ist Nachfrage gegeben und damit könnte sich dieses Bild ganz massiv verhärten, das Karl Heinz Nobel angesprochen hat. Wenn man sich das Jahr 2016 anschaut, dann haben wir im Jahresschnitt 484.700 unselbstständige Erwerbstätige gehabt, plus 70.200 Selbstständige, also in Summe 554.900 Menschen in Erwerbsverhältnissen. Das ist ein All-Time-High, das hat die Steiermark noch nie gehabt. Trotzdem glaubt man manchmal, die große Depression ist ausgebrochen und es geht alles in die verkehrte Richtung. Dem ist es nicht so. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass die Arbeitslosigkeit immer noch zu hoch ist. Dessen sind wir uns bewusst. Und daher versuchen wir, eine Vielzahl von Maßnahmen zu setzen, um Unternehmungen am ersten Arbeitsmarkt dabei zu unterstützen, Beschäftigung aufbauen zu können. Können wir dann gerne im Detail darüber reden, welche Programme das sein können. Auf der anderen Seite natürlich, Sozialpolitik wurde angesprochen, zweiter, dritter Arbeitsmarkt wurde angesprochen, auch auf diesen Tätigkeitsfeldern Perspektive zu geben. Es geht ja letztendlich darum, wenn man Arbeit als Teil der Sinnerfüllung des Lebens sieht, auch Perspektive zu geben und Ermutigung zu geben. Und für unsere Betriebe erlebe ich bei den Betriebsbesuchen und bei allen Gesprächen halt dann für diese zarte Konjunkturpflanze, die jetzt wieder anfängt zu sprießen, halt schon auch das Bedürfnis zu sagen, ja, aber wenn es jetzt anzieht, und ich füge in Klammer hinzu, vergessen Sie bitte nicht, dass wir seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008 immer noch eine Investitionslücke von mehreren 100 Milliarden Euro, über 300 Milliarden Euro in Europa insgesamt haben und auch in der Steiermark eine Investitionszurückhaltung bei den Betrieben da war. Die öffentlichen Hände tun sich immer schwerer, hier einzuspringen. Das heißt, wenn jetzt unsere Wirtschaft wieder bereit ist zu investieren, könnte sich da etwas ins Positive kehren. Und es wurde von beiden Vorrednern Magner angesprochen, ne, das ist natürlich ein Windfall, der auf die Steiermark zukommt. Wir haben im Hintergrund viel unternommen, um Magner da zu unterstützen. Es war der Landeshauptmann Stellvertreter, ich vergangene Woche in München, um auch bei BMW noch einmal zu signalisieren, wir wissen, was wir am BMW haben, dass sie diese Aufträge vergeben haben, weil da wird Beschäftigung ganz massiv aufgebaut und wenn das 3.000, 4.000 zusätzliche Arbeitsplätze für die Steiermark kommt, wird sie das nächstes Jahr in der Arbeitslosenstatistik hoffentlich niederschlagen und gibt dann auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie, der Automobilproduktion, des Engineerings natürlich für viele Betriebe wieder eine Perspektive hier, auch in die Zukunft zu investieren und damit Beschäftigung aufzubauen. Das heißt, das sind Mutinjektionen für den Wirtschaftsstandort Steiermark. Das ist eine Perspektive für Menschen und dieses zweite Pflänzchen der Konjunktur müssen wir heute halt entsprechend auch begleiten und Unternehmungen auch die Signale geben, wir wollen euch bei diesem Wachstum unterstützen, durch Förderungsprogramme, aber auch durch die Minimierung beispielsweise von bürokratischen
Hemmnissen, weil wir einfach wollen, dass sich der Wirtschaftsstandort weiterentwickelt, dass Investitionen stattfinden. Es ist ja nicht nur Magna, denken Sie ans Ruhrkraftwerk, das werden dort 1800 Beschäftigte für die Dauer des Baus etc. sein. Bauwirtschaft wurde ja adressiert von Herrn Snowell. Also da ist ja was im Gange jetzt in Graz und in der Steiermark, auf der man, glaube ich, aufbauen kann. Aber zugegebenermaßen, die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch aktuell. Und wir müssen weiter drauf bleiben, dass wir die Betriebe letztendlich ermutigen, die Investitionen zu tätigen, damit man quer über die Sektoren hier Beschäftigung aufbauen kann und damit Arbeitslosigkeit minimieren kann. Herr Snowell, es ist spürbar und sichtbar, dass in der Landeshauptstadt ein wahrer Bauboom derzeit im Gange ist. Ich denke, wird sich auch in den nächsten Jahren noch fortsetzen. Wie schlägt sich das eigentlich in der Statistik für die Landeshauptstadt nieder? Kann man da noch einen Blick drauf werfen? Also wenn man das, ja gerne, wenn man das in den Segmenten sich anschaut, für die Landeshauptstadt sehr günstig im Bausegment. Da haben wir auch für den Großraum Graz eine sehr positive Entwicklung der Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit im Baubereich, im Baunebenbereich etc. Wenn man sich Graz als Ganzes anschaut, hat man gesehen, dass sich da die Arbeitsmarktstatistik nicht so günstig unterschlägt. Das hat aber ganz viel damit zu tun, dass Graz als Ballungsraum natürlich auch ein Magnet für Menschen ist, die nicht so günstige Voraussetzungen am Arbeitsmarkt haben. Das heißt, das ist so in allen urbanen Bereichen, zieht natürlich auch unter Anführungszeichen Armut zu, weil es hier die besten Versorgungssysteme gibt, weil es zum Teil auch eine Anonymität gibt und sich Menschen in dieser Anonymität besser orientieren können, auch wenn es ihnen nicht so gut geht. Und natürlich auch ein Thema, ich habe es erwähnt, wo unser Arbeitsmarkt schwierig, also wo wir am Arbeitsmarkt große Schwierigkeiten sehen, das ist das Thema Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sind in Europa mit hoher Wahrscheinlichkeit, also mit Sicherheit, das Land, und zwar industrialisierte Land, das den stärksten Zuzug von Menschen mit fremder Staatsbürgerschaft in Summe hat. Das sind nicht nur Konventionsflüchtlinge oder überhaupt Asylbewerberinnen und Asylbewerber gemeint, sondern das ist der Zuzug aus dem EU-Ausland vor allem. Wir haben ja, wenn man sich den Zuwachs an Beschäftigung anschaut, muss man erkennen, dass wir in der Steiermark beim Beschäftigungszuwachs fast 80% im Plus von Menschen aus dem EU-Nachbarland haben, vor allem aus Slowenien und aus Ungarn, aber auch aus Deutschland. Und nur ein kleinerer Teil, aber Gott sei Dank entwickelt er sich auch positiv, von inländischen Arbeitskräften. Da müssen wir hinschauen und müssen wir auch darauf einwirken. Aber es passiert auch ein Austausch und den spüren wir in Graz am stärksten. Das spürt nicht Leibniz. Slowenische Arbeitskräfte fahren bei Leibniz vorbei und sind in 25 Minuten später im Großraum Graz. Der dynamische Raum, wo eben auch Arbeit da ist, und ziehen hierher und nehmen die Beschäftigung auf und tauschen auch, da gibt es Austauschprozesse, da werden gerade auch Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger da sind, formal nicht so gut qualifiziert sind, gerade in diesen saisonal dynamischen Arbeitsmärkten, wo es ein Kummern und Gehen am Arbeitsmarkt ist, dadurch ausgetauscht. Und die landen schlussendlich beim Arbeitsmarktservice und ein Teil auch in der Mindestsicherung im Sozialbereich. Danke. Herr Landeshauptmann, es hat in diesem Jahr etliche Insolvenzen gegeben, aber wenn man so das Gesamtbild betrachtet, könnte man glatt den Eindruck bekommen, dass sich das irgendwie nivelliert hat und dass das aufgefangen werden konnte. Also so richtige Spitzen, zusätzliche Spitzen hat es in diesem Jahr eigentlich gar nicht gegeben. Für jede Insolvenz ist schmerzhaft, nur Insolvenzen gehören zum wirtschaftlichen Leben. Und der entscheidende Punkt ist, finden dann die Menschen, die von so einer Insolvenz betroffen sind, in naher Zeit auch wieder einen weiteren Arbeitsplatz. Und mein Eindruck ist, es ist gut gelungen durch die Verwitterungstätigkeit des AMS, auch durch die Aufnahmefähigkeit der privaten Betriebe. Das heißt, der Schmerz hat sich, wenn man so möchte, in Grenzen gehalten. Aber ich verhehle nicht, dass jede Insolvenz für einen Wirtschaftsstandort immer ein Schmerz ist und dass es da um Schicksale geht. Der Mitarbeitenden Betrieben und des Unternehmers. Aber wie die Statistik insgesamt zeigt, haben wir Beschäftigung aufbauen können. Und so gesehen sind die, die ja gut qualifiziert wurden aus diesen Betrieben, ja auch relativ schnell wieder vom Arbeitsmarkt
angenommen wurden und in Beschäftigung gekommen. Also es sind ja doch keine großen Stiftungen oder Ähnliches aufgebaut worden, sondern die haben am Arbeitsmarkt ihre Möglichkeiten gefunden. Von Landesrätin, wird es 2017 zusätzliche Programme geben oder ist es aus Ihrer Sicht stabil genug, was das Land anbietet im Bereich Soziales, im Bereich Arbeit, oder wird es irgendwas, ist irgendetwas in Planung, was die Landesregierung zusätzlich machen könnte? Also es ist grundsätzlich einmal so, dass wir für 2017 mehr Geld in die Hand nehmen als für 2016, was das Thema Arbeit und Beschäftigung betrifft. Und das ist in Zeiten wie diesen ein besonderes Signal, wo es ja eher darum geht, Konsolidierungsmaßnahmen durchzuführen. Das ist auch von dieser Landesregierung auch ein ganz bewusstes Signal, weil uns klar ist, dieses Thema wird uns begleiten und braucht unsere gesamte Herausforderung und braucht auch mehr Budget. Es sind kurz die Stiftungen angesprochen worden und ich möchte ergänzen, wir hatten im letzten Jahr sehr viele Stiftungen durchzuführen und das ist nichts, worauf man stolz sein muss, denn jeder oder fast jeder Stiftung geht eine Insolvenz voraus und das heißt, dass wir Menschen haben, die aufgefangen werden müssen. Aber auf der anderen Seite zeigt das auch für die Steirerinnen und Steirer, für die Arbeitnehmer, da gibt es Mechanismen, dass man auch wieder und relativ rasch wieder Fuß fassen kann am Arbeitsmarkt. Das heißt, das Thema Stiftungen wird bei uns ein Schwerpunkt bleiben im kommenden Jahr. Nicht, weil wir es uns wünschen. Also wünschen würden wir uns, dass wir keine sozialpolitische Maßnahme brauchen. Das heißt, dass jeder eine Arbeit hat und von seiner Arbeit leben kann. Aber umgekehrt wissen wir, dass es auch dieses arbeitsmarktpolitische Instrument möglicherweise brauchen wird. Und auch das ist weiter vorgesehen. Worauf wir weiterhin setzen, sind klassische Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes. Das sind Beschäftigungsprojekte für ältere Menschen, für Frauen, für Jugendliche, für Menschen mit Behinderung. Das ist das, was wir kennen. Also ich halte gerade in der Arbeitsmarktpolitik sehr viel von Stabilität. Ich halte sehr viel davon, dass die Dinge auch gut begleitet werden. Denn es ändert sich leider nicht so rasch von heute auf morgen. Was wir aber auch tun, wir werden einige neue Bereiche öffnen, weil es die Zeit braucht. Und es ist das Thema Migration angesprochen worden. Es wird Überlegungen brauchen. Und ich habe bewusst auch von einem dritten Arbeitsmarkt schon gesprochen, den wir alle wissen, in Wahrheit haben wir den schon lange. Weil am zweiten Arbeitsmarkt sind Menschen in Beschäftigungsmaßnahmen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sie relativ rasch am ersten Arbeitsmarkt wieder einen Job finden. Wir haben aber auch Menschen, wo wir wissen, dass dieses rasche wieder eine Arbeit finden nicht so schnell möglich ist. Und der dritte Arbeitsmarkt, den zeichnet aus, ich habe es vorhin erwähnt, dass ich Begleitmaßnahmen brauche. Und das kann beim Thema der Migration, das kann vom Thema Sprache lernen beginnen, wobei Migration dankenswerterweise vom Karl-Heinz Nobel präzisiert wurde. Im Moment, wenn wir hören Migration, Arbeitsmarkt, denken viele von uns automatisch an das Flüchtlingsthema. Und das ist ein Thema. Wir haben aber ganz starke Bewegungen und eine ganz starke Herausforderung, was sozusagen die Migrationsbewegungen innerhalb der Europäischen Union betrifft. Und da braucht es gewisse Begleitmaßnahmen und da werden wir auch ein Augenmerk hinsetzen. Was wir tun werden, ist gemeinsam mit dem Sozialministerium Service, ich habe es erwähnt, die Ausbildungspflicht, junge Menschen bis 18. Da werden in der Steiermark rund 40 Millionen Euro investiert werden, zusätzlich, damit die jungen Menschen noch stärker in Ausbildung kommen als bisher und dann hoffentlich diese positive Entwicklung sich weiter fortsetzt. Das heißt, es wird eine Mischung sein aus Bewährtem, wo wir wissen, das braucht es in der Steiermark, Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes und zusätzliche Schwerpunkte, die vor allem auch in Richtung dritter Arbeitsmarkt gehen, beziehungsweise wo es um die Zielgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund geht. Das ist so ein Reagieren auf die Bedarfe. Und wir haben, wie gesagt, diese Landesregierung hat die budgetären Mittel erhöht um 20%. Das, was wir jetzt zur Verfügung haben, das ist, würde ich als sehr positives Signal sehen wollen. Und gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice werden wir versuchen, dadurch möglichst viele Menschen wieder an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen und Richtung Beschäftigung. Das ist Ziel und muss Ziel bleiben. Danke. Bevor ich überleite zu den Kolleginnen und Kollegen, ich lasse noch einmal ganz kurz zu Ihnen. AMS agiert seit einigen Jahren sehr innovativ, immer wieder mit neuen Akzenten. Es wird immer wieder welche geben, die nicht zufrieden sind mit der Betreuung, aber in Summe gesehen, was immer wieder auch in der Öffentlichkeit gelangt, ist ein sehr positives Bild. Wird es auch 2017 Akzente geben, wo Sie sagen, da haben wir Neuerungen oder da machen wir etwas anders als bisher?
um vielleicht noch effizienter zu werden? Ja, also Effizienz ist bei uns ein permanentes Thema, aber das ist überall ein Thema. Also wir haben ein paar Schwerpunktprogramme für 2017. Einerseits bundesweit und in der Steiermark, wo wir es noch einmal stärker akzentuieren. Eines ist angesprochen worden, das ist das Thema junge Menschen. Also man kennt es unter Ausbildungspflicht. Es gibt ja jetzt als nächstes Thema, das bereits von der Bundesregierung beschlossen wurde, die sogenannte Ausbildungsgarantie bis 25. Also wo noch einmal zusätzliche Fördermittel zur Verfügung stehen werden, und das werden wir in der Steiermark sehr stark forcieren, wo junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr, die keine Qualifizierung haben, die gibt es. Wir haben bis jetzt immer zwischen 15 und 18 hingeschaut, die aus der Pflichtschule herauskommen, Stichwort Ausbildungspflicht, aber jetzt bis 25, nächste Stufe zu schauen, jede, die unter 25 Jahre ist, und momentan denken wir darüber nach, 4 Monate arbeitslos ist und kommt dann zum ist ja beim Arbeitsmarktservice und sagt so, ich will es jetzt angehen, denen werden wir eine Fachausbildung ermöglichen. Also es geht immer darum, eine Stufe höher zu kommen von einer nur Pflichtschule zu einer fundierten beruflichen Ausbildung. Das werden wir ermöglichen können. Und wie werden wir das tun? Und da kommen wir zum zweiten generellen großen Thema. Und das holt uns jetzt auch ein, Stichwort Fachkräftemangel. Der Landesrat ist so freundlich gewesen und hat das Thema, was ja in den Betrieben er sicherlich auch sehr oft hört und ich auch höre, das wird stärker. Das spüren wir. Und diese Qualifizierungsebene, und zwar in einer besonderen Form, die wir langsam begonnen haben die letzten 2 Jahre, da wollen wir nächstes Jahr richtig Gas geben, und das nennt sich arbeitsplatznahe Qualifizierung. Also wenn es nur irgendwie geht, mit Betrieben gemeinsam, wir wollen Betriebe gewinnen, wo wir arbeitslose Personen nicht mehr ausschließlich in Erwachsenenbildungseinrichtungen ausbilden und zu Ende ausbilden, sondern das soll in Zukunft noch viel, viel stärker in Kombination mit Betrieben passieren. Hier ist die Idee und wird der Versuch sein, Praktikumsbetriebe aber in einer Art und Weise zu finden, wo die Menschen wirklich innerbetrieblich beteiligt sind, Ausbildung abschließen, im Betrieb und idealerweise dann vom Unternehmen übernommen werden. Und wenn sie nicht übernommen werden, das werden wir nicht zur Pflicht machen, dann können wir einem nächsten Arbeitgeber, nämlich das ist ja häufig die große Kritik, der hat sich im Schulungszentrum Vormsdorf, im BFI, beim WIFI Erwachsenen bildnerisch ausgebildet, dem fehlt die Praxis oder der fehlt die Praxis, dass wir das noch stärker angehen. Also arbeitsplatznah auszubilden, auf Junge hinzuschauen. Und das, der andere Bereich, die Menschen, die es sehr, sehr schwer haben, da müssen wir Innovationen ausprobieren, da müssen wir, ist mehrmals gefallen jetzt, wahrscheinlich auf dauerhafte Alimentierung von Arbeit setzen müssen. Also wir probieren ein paar Elemente aus, wo wir Menschen beispielsweise 3 Jahre, 4, wir haben die Älteren angesprochen, 3 Jahre, 4 Jahre vor der Pension, nicht mehr ein halbes Jahr Eingliederungsbeihilfe einem Unternehmen geben, sondern denken darüber nach, Betriebe für solche Personen eine dauerhafte Lohnalimentation, Subvention zu geben, damit diese Menschen dann in Pension gehen können, aus dem Erwerbsleben heraus. Es wird wahrscheinlich für eine wachsende Zahl von Personen in dieser sich ändernden wirtschaftlichen Situation und von den Herausforderungen nichts anderes übrig sein, außer man alimentiert sie auf Dauer durch Notstandshilfe oder bedarfsorientierte Mindestsicherung. Das wäre die zweite Möglichkeit. Also in diese 2 Richtungen müssen wir einfach weiter nachdenken und das tun wir. Dankeschön. Ich darf Sie einladen, ich darf Sie bitten, Themen, Fragen, Diskussionsbeiträge, bitteschön. Wer eröffnet? Bitte, Markus Zottler, bitte, keine Zeit. Ich möchte ganz am Schluss anschließen, es gibt jetzt 2017 neue Fördermittel, die auch da wieder steht, zusätzlich Zweckbindungen für Asylberechtigte vorsehen. Was darf man sich da konkret darunter vorstellen und ergänzend die Frage, wie wird sich die Zahl der Asylberechtigten am Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren entwickeln, zurzeit sind wir noch sehr wenige in der Steiermark vorgelegt. Ja, also Zweckbindung heißt im Prinzip nichts anderes, als dass das Finanzministerium und das Sozialministerium zusätzliche Fördermittel zur Verfügung stellt, aber sagt, diese Fördermittel sind zweckgebunden für eine Zielgruppe. Was wir dann daraus machen, ob wir in Schulung
investieren, ob wir in Beschäftigungsprojekte investieren, ob wir in Beratungs- und Betreuungseinrichtungen investieren, die die Menschen begleiten, um dann wieder in den Beruf hineinzukommen, ob wir beispielsweise die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen fördern, damit das up-to-date gemacht wird, das bleibt dem Arbeitsmarktservice überlassen. Also das heißt, unsere Budgetmittel, das ist auf der einen Seite eine Challenge für uns. Sie sind immer mehr töpferwirtschaftsmäßig eingeteilt, aber damit kommen wir dann am Ende des Tages schon zurecht, weil die Zielgruppen ja stimmen. Und die zweite Frage von den Konventionsflüchtlingen. Also wir haben in der Steiermark ganz aktuell 1450 arbeitslose Konventionsflüchtlinge oder Subsidiarschutzberechtigte plus 350 Personen, die bereits in Schulungsprogrammen drinnen sind. Wir haben noch 114 Lehrstellensuchende, also knapp 1900 Personen in der Steiermark in Summe. Und das wird sich bis zum Jahresende kaum zunehmen. Das merkt man immer zum Jahresende im Flock, das ist ein bisschen ab. Aber es wird im 17er Jahr doch deutlich steigen. Unsere Prognose für das nächste Jahr, ich betone aber, wir haben uns in der Prognose auch heuer verschätzt. Wir haben heuer mehr Konventionsflüchtlinge prognostiziert. Ich kann mich an eine Aussage Anfang des Jahres von mir selber erinnern, wo wir gesagt haben, 2.500 bis 3.000 werden es sein. Es sind knapp unter 2.000, aber es werden im nächsten Jahr noch nach unserer Einschätzung auch Rückspiegel und Bundesasylamt, Anerkennungsgeschwindigkeit und wie viele Menschen sind im Verfahren, wahrscheinlich noch einmal ca. 1.000 Personen dazukommen. Die Geschwindigkeit dieser Personen in Arbeit zu kommen, ist langsam. Also Integration in Beschäftigung dauert bei dieser Personengruppe lange. Wir haben ca. 500 bis 600 Personen in diesem Jahr in Beschäftigung gebracht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange diese Beschäftigung in Summe gedauert hat. Sie ist immer über einen Monat gewesen, aber ich kann Ihnen heute nicht sagen, wo arbeiten diese Personen noch immer oder sind sie wieder zurückgekommen. Dazu auch bitte Frau Reinschütte. Zum Thema Asyl bzw. Integrationsverfahren. Wir haben auch wir rechnen landesseitig, wo wir auch Mittel dafür einstellen, auch mit einem deutlichen Mehrwert im Jahr 2017, weil die Mehrheit der rund jetzt 12.000 sich im Lande befindlichen Menschen mit Fluchtkontext ja im Sommer und Herbst 15 kam bekanntlicherweise. Und wir haben in der Steiermark noch immer Durchschnittsverfahren von 1,5 Jahren. Das heißt, wenn ich jetzt diese 1,5 Jahre ganz schlicht hochrechne, wird es im ersten, zweiten Quartal 2017, ich sage in Klammer hoffentlich, endlich zu mehr Entscheidungen kommen, was den Asylstatus betrifft, weil dieser Zustand, den wir jetzt haben, dass die Verfahren sehr lange dauern, auch in anderen Belangen jetzt das Land vor große Herausforderungen stellt, was Quartiere, was Integrationsmaßnahmen und betrifft. Das heißt, wir rechnen damit und die Durchschnittswerte, die ich Ihnen jetzt nenne, das sind wirklich Durchschnittswerte. Bisher sagen uns die Zahlen, dass von den Asylanträgen rund 50% positiv sind. Also das ist einmal mehr und einmal weniger, aber mit 50% liegen wir meistens in etwa gut. Und dass von diesen wiederum 50% derzeit rund die Hälfte in der Steiermark bleibt an Menschen. Das heißt, es ist Planung natürlich immer sehr schwierig, weil das ein sehr volatiles System ist, jetzt noch dazu, wo die Mindestsicherung ja in Diskussion gekommen ist, aber in etwa sind das Planungswerte, an denen wir uns auch orientieren. Und das heißt, wir rechnen damit, dass 2017 mehr Menschen den Bedarf haben werden, sinnvollerweise einer Beschäftigung nachzugehen, und das war auch, wo ich vorhin angesprochen habe, da wird es Begleitmaßnahmen geben. Und da wird es Begleitmaßnahmen geben von nicht nur Heben von Qualifizierungen, von dann Schulungen, die anzubieten sind, da wird es auch um Deutsch gehen, um das Erlernen der Sprache gehen, da wird es um und gehen, und das ist sicher einer der von Ihnen vorhin angesprochenen innovativen Bereiche, wo wir einfach auch neue Systeme denken und aufstellen müssen. Und insofern, wir begrüßen das sehr, auch seitens des Landes, dass das AMS zusätzliche Mittel hat. Es wird auch notwendig sein, also danke dafür. Und wir werden da auch einen Schwerpunkt setzen müssen, wenn wir wollen, dass diese Menschen möglichst rasch sich dem Thema Arbeit annähern können. Wie gesagt, es wird dauern, aber wenn wir wollen, dass die Richtung dorthin geht, und das wollen wir alle, dann werden wir auch entsprechende Maßnahmen setzen müssen.
Bitte schön. Ich glaube, wir schließen in dieser Folge fix vor Landesrätin. Arbeit ist ja auch sicherheitsrelevant. Ja. Und die Frage ist, welche Maßnahmen werden gesetzt, vor allem bei Jugendlichen, um Radikalisierungstendenzen vorzubeugen? Respektive gibt es da auch Kooperationen mit dem AMS diesbezüglich und wie wird auch die Sicherheit für Mitarbeiter im AMS als auch bei Ihrer Dienststelle gewährleistet? Also der Dienststelle AMS würde ich bitten, den zuständigen Geschäftsführer, ich sage Ihnen gerne und ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen, das ich manchmal erwähne und was mir aber am Herzen liegt. Wir sprechen im Moment viel von Sicherheit und Sie haben es angesprochen und von innerer Sicherheit und da wird es ja oft so, werden so Sicherheitssysteme gemeint. Ich halte für das beste System für die innere Sicherheit den sozialen Frieden. Und der soziale Friede in der Steiermark lebt ganz stark davon, vom sozialen Zusammenhalt. Und der soziale Zusammenhalt lebt davon, dass wir einerseits ein soziales Netz haben, das da ist, wenn wir es brauchen, das auf der anderen Seite möglichst viele Menschen in Beschäftigung bringen. Also hier schließt sich der Kreis wieder. Und was wir tun, gerade bei den jungen Menschen, Sie haben es erwähnt, da ist jetzt ein Bündel an Maßnahmen und wir sind froh und dankbar, dass es dieses Bündel an Maßnahmen gibt, denn ja, es ist so. Und das ist immer, das blendet man manchmal aus oder man denkt sich, das gibt es ja nicht und nicht in der Steiermark und nicht in Österreich. Wir haben junge Menschen, die jetzt nicht in Beschäftigung sind, die keiner Arbeit nachgehen, die nicht in Ausbildung sind. Und da sind wir uns alle einig, das ist kein Zukunftsbild. Wir wollen, dass jeder junge Mensch entweder einer Beschäftigung nachgeht oder im schulischen Kontext ist. Und damit auch ein System hat, wo man gewisse Dinge frühzeitig erkennt oder gewisse Dinge dann auch rechtzeitig abgefangen werden können. Und Sie haben ja das Wort, ich glaube Radikalisierung war es, in den Mund genommen und es gibt viele Maßnahmen, jetzt auch seitens des Bundes, wo man sagt, Prävention von Radikalisierung. Es gibt ja leider unterschiedliche Gesichter von Radikalisierung. Jedes ist hässlich, keines ist schön. Aber wenn man auch das Thema Präventionen anspricht, wir machen in der Steiermark sehr, sehr viel im schulischen Kontext. Ich möchte die Landesrätin Lackner und den Stadtrat Hohensinn erwähnen, die sehr viel mit den Kindern und Jugendlichen in den Schulen arbeiten. Wir arbeiten selbst mit unserer Antidiskriminierungsstelle an einer Maßnahme Prävention, Radikalisierung. Wir wollen, dass gerade junge Menschen, die, das sagt man so oft und ich sage es jetzt auch und es ist schon so abgedroschen, Zukunft unseres Landes, aber es ist natürlich so, dass gerade die jungen Menschen, die Kinder und die Jugendlichen gut gemeinsam an ihrer Zukunft planen und insofern ist Arbeit und Beschäftigung und Ausbildung eine wesentliche Maßnahme und auf der anderen Seite geht es ganz viel um Bewusstseinsbildung und wir haben eine Zeit, wo die Stimmung und die, ich weiß nicht, ob Sie da dabei waren, ich glaube nicht, wir haben vor kurzem das Frauenhaus in Graz neu eröffnet. Und da ist es ganz stark um Gewalt durch Worte gegangen. Und auch da braucht es Prävention. Das wird, ich habe es auch dort gesagt und ich möchte es da sagen, das ist schon so normal für uns geworden, dass wir uns im Internet irgendwie beschimpfen lassen, dass man irgendwie halt was sagt, was man früher nie gesagt hätte und man wendet sich mit einem Achselzucken und ja, da kann man nichts machen. Das ist halt, nein, da kann man schon und jeder Einzelne von uns kann da etwas tun. Und die beste Maßnahme, um Prävention zu betreiben, das sind wir alle. Das sind alle Menschen der Steiermark, indem sie hinschauen und nicht wegschauen und indem sie Zivilcourage beweisen. Also ich möchte all diese Maßnahmen nicht kleinreden. Und Beschäftigung ist wichtig und Ausbildung ist wichtig, aber genauso wichtig ist nicht zu sagen, ich kann da nichts tun, das soll irgendjemand für mich bitte erledigen. Es wird von uns abhängen, wie wir miteinander umgehen, wie wir reden, ob wir Vorbilder sind oder nicht und ob wir ganz bewusst auch sagen, das Thema gibt es, wir wollen nicht, dass es das Thema gibt und wir sind Vorbilder für unsere jungen Leute, damit wir vielleicht die Würde des Einzelnen und den Respekt voreinander auch ein bisschen hochhalten. Und das ist neben beschäftigungspolitischen Maßnahmen und was macht das AMS ganz konkret, aus meiner Sicht auch eine wesentliche Säule, um möglichen Tendenzen entgegenzuwirken. Und jetzt vielleicht, also konkret AMS-Maßnahmen. Also, das Thema Aggression beim Arbeitsmarktservice in der Beratung mit arbeitslosen Kundinnen und Kunden,
Das spielt bei der Gruppe der Jungen, und damit meine ich Personen, die unter 19 Jahren alt sind, wirklich untergeordnete Rolle. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben von 45.000 Arbeitslosen insgesamt gerade einmal 970 Arbeitslose der ganzen Steiermark, die zwischen 15 und 19 Jahre alt sind. Die kennen wir fast alle. Also da spielt bei dieser Gruppe Aggressivität gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Radikalisierung keine großartige Rolle. Unsere Schulungseinrichtungen, die mit diesen jungen Menschen dann weiterarbeiten, melden uns zurück, dass es schon mitunter härter geworden ist mit den Formulierungen. Wir führen auch eine Aggressionsstatistik im Arbeitsmarktservice, die ist aber in der Steiermark jetzt nicht dramatisch. Also, ist die öffentlich verfügbar, oder? Die ist öffentlich verfügbar, ja. Die ist, wird immer wieder vom Sozialministerium einmal im Jahr veröffentlicht. Gut, bitte, weiter, Herr Pfeiffer. Ich glaube, bei der Landtagssitzung hat die FPÖ eine Zahl kolportiert, dass nur 7% aller Asylberechtigten tatsächlich im Arbeitsmarkt werden unterkommen können. Keine Ahnung, wo diese Zahl herkommt. Stimmt das? Oder was wissen Sie darüber? Ist das so? Also man muss jetzt diese Zahl anschauen, wie sie zustande gekommen ist. Aber wenn ich rechne, und ich habe die Zahl vorher gesagt, zwischen 500 und 600, ich weiß die Zahl jetzt nicht auswendig, vielleicht habe ich sie irgendwo mit. Wie viele asylberechtigte Konventionsflüchtlinge in diesem Jahr Arbeit aufgenommen haben und wie viele wir aktuell haben, dann kann diese Zahl mit 7% für die Steiermark keinesfalls stimmen. Weil es sind zwischen 500 und 600, die heuer in Arbeit, die so abgegangen sind, aus uns, von uns weg, bei in Summe aktuell 1.900 Konventionsflüchtlingen subsidiär schutzberechtigt, die bei uns vorgemerkt sind und in Schulung sind. Also mit 10% kann das. Was ist hier keine steirische Zahl, sondern so eine übergeordnete Idee von irgendeiner, weiß ich nicht, von welcher Studie. Wir sagen, diese Zahl weltweit. 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 Keine Ahnung, so genau. Vielleicht kurz, die Zahl wurde, ja, ist in der Diskussion gefallen. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Zahl weder für die Steiermark noch für Österreich stimmt, sondern wir gehen davon aus, dass deutlich mehr Menschen das Potenzial haben, sich in den Arbeitsmarkt einbringen zu können und hoffentlich auch werden. Was wir aber auch wissen, und der Karl-Heinz Nobitz angesprochen, es wird eine gewisse Zeit brauchen. Das heißt, wir werden längere Verweildauern auch in sonstigen Maßnahmen haben, und das ist auch gut und richtig so. Aber wir gehen davon aus, das wird auch sehr stark branchenabhängig sein. Es ergeben ja gewisse Analysen jetzt schon, wo auch Schwerpunkte und Kompetenzen liegen, dass es da zu unterschiedlichen Entwicklungen kommt. Und eine zweite These, die manchmal aufgestellt wird, also das, die eine These soll ja untermauern, diese Menschen werden nie Arbeit finden und werden dauerhaft im Sozialsystem sein. Nein, werden sie nicht. Und dann gibt es noch die zweite These, sie werden massenhaft Steirerinnen und Steirer vom Arbeitsmarkt verdrängen, weil auch diese These stimmt nicht. Das ist halt leider, die Dinge sind halt komplexer, und es geht weder in die eine noch in die andere Richtung, denn wir haben jetzt, wir haben schlicht Bereiche auf dem Arbeitsmarkt, wo sehr lange Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gesucht werden. Ich weiß nicht, das haben Zeitungen jetzt vor kurzem veröffentlicht, den Gastronomiebereich zum Beispiel, wo nachweislich sehr von Lehrstellen angefangen bis hin zu Köche zum Beispiel. Also die Wahrheit ist ein bisschen komplexer, das ist leider so, dieses Thema der Integration ist nicht ganz einfach, und es ist weder die eine Zahl, also wir haben, das hängt ab, das weiß man, und das Arbeitsmarktservice führt ganz viele und ganz gute Kompetenzchecks durch, ob das jetzt ein Mensch aus Syrien ist, aus Afghanistan, da gibt es unterschiedliche Hintergründe im Schnitt, da wissen wir, wird es auch anders sein, aber weder die eine These noch die andere These wird halten, sondern es wird halt von der Ausbildung des Einzelnen abhängen, und also das Arbeitsmarktservice leistet da hervorragende Arbeit, und ich bin zuversichtlich, dass die Steiermark auch diese große Aufgabe meistern wird und dass das weder in die eine noch in die andere Richtung zu dieser Polarisierung führt, wie es halt manchmal in einer politischen Debatte ganz so aufgezeigt wird.
Herr Landeshut, weil Sie von einem Investitionsrückstau auch gesprochen haben, Voestalpine hat das eine oder andere Großprojekt angekündigt. Ist Ihnen bekannt, könnte das schon 2017 schlagend werden am Arbeitsmarkt, von Beschäftigungsimpulsen aus EU? Ich bin mit dem Generaldirektor Eder und seinem Team, mit dem Vorstandsdirektor Rotter, in einem sehr intensiven Gespräch, was die Investitionen in Kapfenberg betrifft. Nur das ist nichts, was 2017 schlagend wird. Das ist ein Projekt mittelfristiger Natur, wo ordentlich Musik drinnen ist, weil es für die Region über die nächsten 50 Jahre ein Investment bedeuten könnte, das Beschäftigung absichert. Dort geht es aber nicht in erster Linie um Beschäftigungsaufbau, sondern um den Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze, die in einem völlig neuen Werk in Kapfenberg dann eine, glaube ich, sehr, sehr positive Zukunft haben könnten. Ich möchte aber die Frage vielleicht ein bisschen weiterfassen und sagen, was kann denn dazu führen, dass unsere Wirtschaft wieder dieses Zeitkonjunkturfränzchen ordentlich gießt und dass diese Konjunktur in den Köpfen wirklich zu Zukunftsinvestitionen führt? Und das ist eine Grundstimmung. Wenn unsere Wirtschaft den Eindruck hat, jetzt die exportorientierte Wirtschaft, dass sie Exportmärkte hat, die wegfallen, dann wird sie nicht investieren. Und Sie wissen, dass jeder zweite Arbeitsplatz in der Steiermark unmittelbar mit den Exporterfolgen unserer Wirtschaft, insbesondere unserer Industrie, zusammenhängt. Natürlich gehen viele dieser Exporte über Deutschland in die Welt. Dann ist die Frage, sieht man dort ein positives Bild? Und wir haben immer wieder Einflussfaktoren, die Unsicherheit bringen. Sie sich die Lage in der Türkei anschauen, das war durchaus ein Zukunftsmarkt auch für die steirische Wirtschaft, ist das momentan schwierig, aber wenn Sie sich die Lage in Russland anschauen, durchaus ein Markt für die steirische Wirtschaft, aber auch für die steirische Landwirtschaft, momentan schwieriger Markt. Wenn Sie sich den Iran anschauen, wo große Hoffnungen da waren, dass hier die Öffnung auch zu Exporterfolgen führt, geht in kleinen, sehr sanften Schritten, weil immer noch technisch in der Abwicklung der ganzen Exportgeschäfte viele Fragen offen sind. Daher müssen wir dorthin gehen, wo wir Chancen haben, wo wirtschaftliche Dynamik, wirtschaftliches Wachstum da ist. Wie zum Beispiel über das Internationalisierungszentrum 2017, der US-amerikanische Markt, ein ganz besonderer Fokus sein, wo man Ost- und Westküste im Hinblick auf Umwelttechnologien, im Hinblick auf Automobilproduktion, insbesondere auf Hybridtechnologien, aber Elektromobilität, wo man hier einfach Wachstumschancen entsprechend nutzen möchte. Und man sieht es ja bei den Investitionen der Betriebe, in welche Regionen die gehen, weil sie die First angesprochen haben und Kapfenberg, ja, aber sie investieren gleichermaßen im nordamerikanischen Markt. Also da muss man schauen, dass wir dann auch für die Zulieferbereiche etc. in diesen Regionen aktiv sind. Und für den Heimmarkt ist es natürlich entscheidend, dass wir wirtschaftliche Dynamik zusammenbringen. Wir haben heuer im Landtag und in der Regierung die neue Wirtschaftsstrategie 2025 beschlossen, wo es auf der einen Seite darum geht, die Digitalisierung entlang der Wertschöpfungsketten der einzelnen Industrie- und Wirtschaftsbranchen extrem zu unterstützen und zu treiben, läuft international unter dem Stichwort insbesondere Industrie 4.0. Wir sagen smarte Produktion und smarte Dienstleistung, weil wir in der Steiermark auch die kleine und mittelständische Wirtschaft mitnehmen wollen. Dort wird es enorme Wandel auch am Arbeitsmarkt und in der Beschäftigung geben. Und wir sind gemeinsam im Gespräch, wie wir diesen Wandel auch positiv schaffen, weil der natürlich zum Teil mit Rückschlägen verbunden sein wird, zum Teil aber mit großen Zukunftsperspektiven verbunden sein wird. Und da werden in der Bevölkerung bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch Ängste und Sorgen da sein. Und da geht es, dass man gemeinsam Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, AMS, die Politik auf Landes-, auf Bundesebene, auf europäischer Ebene sagt, das ist eine Entwicklung, die ist im Gange, wir wollen diese Entwicklung entsprechend mitgestalten, und zwar offensiv mitgestalten, weil wir glauben, dass auf mittlere Sicht hier ein Beschäftigungsaufbau da ist. Und wenn ich mal die Prognose, ich weiß schon, hat schon der Karl Fagending gesagt, dass Prognosen besonders schwierig sind, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, aber wenn ich mir anschaue, was die Prognose für die Steiermark für 2017 bedeutet, dann werden wir immerhin 493.000 unselbstständig Beschäftigte haben und 70.600 selbstständig Erwerbstätige haben, in Summe also 563.600. Und das ist gegenüber dem Rekordwert des Jahres 2016 für 2017 noch einmal eine Erfolgsgeschichte,
wenn die Übung gelingt, und ich zweifle nicht daran, dass uns diese Übung gelingt, aus dem heraus können dann Initiativen, wie wir es im Wirtschaftsressort setzen, ob das eine Winterbauoffensive ist, die wir als Land Steiermark gemeinsam treiben, ob das eine Qualifizierungsoffensive für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben ist, insbesondere im Hinblick auch auf Lehrlingsausbildung, denken Sie dann, dass man 2020 die Euroskills in der Steiermark haben wird. Das sollten ja alles klimatische Punkte sein, wo eine positive Erwartung und Zukunftssicht da ist, die dann in die Investitionen mündet, die sich dann auch für die Steiermark insgesamt rechnen. Und auch das Thema der Breitbandoffensive ist ein wesentliches, ohne dem gibt es keine Digitalisierung. Und wenn ich mir anschaue, was an Zukunftsprojekten momentan da ist, denken Sie nur an den gemeinsamen Cluster der Steirer und der Kärntner im Bereich der Mikroelektronik. Es gibt kaum eine zweite Region in Europa, ein bisschen in Lyon vielleicht und ein bisschen in Sachsen, die so viel Mikroelektronik und Hardware wie die Steiermark, von AT&S in Leoben-Hinterberg bis zur AMS in Unterbrömstetten, von NXP in Gradkorb bis zur Infineon in Graz, um nur die Großen zu nennen. Also dort ist ja ordentliche Musik in dem Bereich drin. Und auch was die Gründungsdynamik betrifft, geht ja einiges weiter, wenn man das jetzt im Business-Inkubator für die ESA hochziehen, gemeinsam mit der Technischen Universität. Und ich komme gerade von einem Gespräch mit der Karl-Franzens-Universität, wo wir auch ein Impulszentrum noch am Fuße der Karl-Franzens-Universität errichten wollen. Also da ist schon eine gewisse Dynamik da. Wenn wir das in den nächsten Jahren gut gestalten, bin ich persönlich sehr zuversichtlich. Und solche Projekte wie FIRST, das ist natürlich ein Highlight, wenn das gelingt, so ein Projekt wie Magna, das ist natürlich ein Highlight, wenn das gelingt. Da ist den Unternehmensverantwortlichen zu gratulieren, wenn sie diese Entscheidungen treffen. Nur, ich habe erwähnt, dass wir in München waren bei BMW, es wissen alle, dass diese Entscheidungen nicht zufällig in der Steiermark getroffen werden, sondern dass das schon dank einer sehr innovativen Rückgrat in unserem Land ist und dass dieses Zusammenspiel Wirtschaft-Wissenschaft uns schon ganz besonders qualifiziert für solche Unternehmensinvestitionen. Herr Kollege, bitte. Ich will dazu ergeben, falls ich gesagt habe, um auf den einen Kollegen einzugehen, Gott sei Dank haben wir heute keine Asyldiskussion, aber wenn ich mir jetzt die heutige Presse anschaue, dann gehen die davon aus und die Bürger unterscheiden nicht, ob das Leute sind in der Bundes- oder in der Landesbetreuung, sondern die subsumieren dann nicht. Wenn man das einfach anschaut, da liegt man sogar unter 5%. Die wirkliche Frage ist aber für mich, oder vielleicht noch etwas, ich finde es äußerst erstaunlich im positivsten Sinne, dass eigentlich heute mit dem Landesrat Buchmann eigentlich der Vertreter jeder Landesregierungsvertreter da ist, der eigentlich für die Betriebe zuständig ist, der eigentlich Personal benötigt und im weitesten Sinne ja über die Abgaben auch das Sozialbudget finanziert. Und auf der anderen Seite der Landesrätin, der ja, glaube ich, muss man auch jetzt mit ihrem heutigen Zugang zum zweiten oder vielleicht auch einer neuen Art des zweiten Plus-Arbeitsmarktes, glaube ich, völlig neue Wege beschreitet. Das deckt sich übrigens mit der Rede von Bischofsvikar Kettler beim Adventgespräch. Ich weiß nicht, wer das dabei war, war für mich auch sehr neuartig, innovativ. Dort, wo ich hin möchte, ist, wir leben in einer Situation, wo, glaube ich, in der Zukunft neue Arten quasi von Beschäftigung entstehen. Wir haben auf der einen Seite einen High-Tech-getriebenen Bereich, aber auf der anderen Seite auch einen Bereich, wo man sehr anspruchsvolle Dienstleistungen benötigt. Das ist im persönlichen Bereich, Sozialbereich, bis in Koch und Kellner. Das sind durchaus, wenn man es ernst nimmt, anspruchsvolle Tätigkeiten. Aber heute haben wir ein Art Berufsselektions-Ausbildungssystem, wo sich jeder nach Berufsbildung etwas aussucht und teilweise relativ oft sogar eigentlich irgendwelchen Illusionen anhängt. Die einen wollen andauernd Automechaniker werden, wobei sie, glaube ich, in Wirklichkeit oft keine Vorstellung haben, was der Automechaniker, wie viel man braucht und ob man unterkommt. Ne? Und andere wollen wieder etwas werden. Wie funktioniert es, Herr Landesrat? Welche Möglichkeiten haben Sie heute schon, Signale abzugeben, was wird in 3, 5, vielleicht in 10 Jahren benötigt? Und an Sie, Frau Landesrätin, dann die Antwort darauf, was können Sie besser als bis jetzt einsteuern, damit auch das dann zur Verfügung steht? Und falls Sie es nur erwähnen wollen, was machen Sie mit denen, die sich eigentlich einer guten Erkenntnis verschließen? Landesrat, Entschuldigung, ja, zu Ihrem Anfang? Bitte.
Das ist eine sehr gute Frage und ich bin mit der Kollegin Buschi-Wagner ja im Gespräch, was beispielsweise die Hochschulstandorte betrifft. Und wir haben eine demografische Entwicklung im Lande, wo wir weniger junge Leute haben, daher zum Teil warme Stube finanzieren bei den Berufsschulstandorten. Daher ist die Frage, kann man alle Standorte halten, beziehungsweise muss man irgendwo zusammenlegen. Das sind sehr schmerzhafte Prozesse, die wir jetzt diskutieren, weil dort ja dann im weitesten Sinne auch die Regionen betroffen sind, weil da Gemeinden betroffen sind, weil es letztendlich um Frequenzen geht in Ortskernen, wo ja dann nachgelagerte Wirtschaftsbereiche auch darunter leiden. Also was kann man dann tun, um jungen Menschen zu sagen, wo sind quasi die Zukunftsberufe und müssen bei den Buben alle immer Kfz-Mechaniker werden und müssen bei den Mädchen alle Friseurinnen werden. Jetzt gibt es gute Gründe, warum sich die einen für das und die anderen für das entschieden haben, weil das wird eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit auch abseits des Berufes ermöglicht. Aber in Summe liegt es an uns, ein Zukunftsbild zu zeichnen und vielleicht auch den einen oder anderen neuen Ausbildungsweg anzuregen. Ist lustig, dass ich das anspreche, weil ich bin vorige Woche mit Vertretern der Wirtschaft zusammengesessen, wo wir gerade in Richtung Digitalisierung geredet haben. Da sind die Erfordernisse eigentlich von den Ausbildungssystemen, die wir bieten, teilweise am Markt vorbei. Und da werden wir ganz neue Ausbildungswege entsprechend brauchen, damit unsere Betriebe in Zukunft diese Digitalisierung entlang der Wertschöpfungsketten wirklich gestalten können. Und da liegt es aber auch zum Teil an den Branchen, ihre Bedarfe ganz klar auf den Punkt zu bringen und dann zu sagen, wo sind die Qualifikationsmerkmale. Und ich habe das der Wirtschaftskammer gesagt, da seid ihr auch gefordert, diese Erfordernisse ganz klar zu artikulieren und dann an die Ausbildungseinrichtungen und an die Politik heranzutreten und zu sagen, das brauchen wir und das wollen wir. Momentan haben wir ja eher die schwierige Situation, dass der Wettbewerb um den jungen Menschen entbrannt ist. Es gibt weniger junge Leute, daher, wenn wir beruflichen Nachwuchs in den Betrieben haben wollen, Stichwort Facharbeiterausbildung, Stichwort Facharbeiterkarriere, dann müssen die Branchen sehr darum kämpfen, diesen Berufsnachwuchs zu bekommen. Und das kann AMS oder andere Qualifizierungseinrichtungen dann unterstützen. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die Branchen selbst ein Zukunftsbild haben und sagen, was sind diese Ausbildungsschienen, die wir brauchen. Stichwort Mechatroniker zum Beispiel. Absoluter Defizitbereich. Stichwort die ganzen MINT-Fächer, ne? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, technische Ausbildungen, haben wir extreme Defizite. Das sind aber genau jene Ausbildungsschienen, die wir brauchen werden, damit man Betriebe im 21. Jahrhundert in eine gute Zukunft führen kann. Und dazu kommt dann natürlich auch die Frage der Dienstleistung, sehr richtig angesprochen worden. Dort spielt aber dann Themen wie beispielsweise auch Fremdsprachenkenntnisse eine große Rolle. Sind wir auch nicht überqualifiziert? Ganz offen so. Klingt immer lustig, nur wir wurden nie gefordert, nicht? Weil andere haben halt, wie die Slowenen beispielsweise, alle Programme, weil Slowenisch halt für 2 Millionen Leute nicht ins Fernsehen übersetzt worden ist. Die haben sich halt dann auf Englisch oder in anderen Sprachen angeschaut. Wir wurden begünstigt, weil halt die Deutschen ordentliche Kanäle gehabt haben. Hilft uns aber heute in diesen Bereichen nicht und hat dann von der Rezeptionistin bis hin zur Kellnerin oder dem Kellner natürlich Auswirkungen, weil der internationale Gast, der kommt und wir haben noch Werte, was Gäste und Nächtigungen betrifft. Heute ist erwartet in einem internationalen Standort wie der Steiermark, dass zumindest Englisch da ist und dass die eine oder andere Fremdsprache auch gegeben ist. Jetzt hilft es uns, und damit schließe ich, weil sonst verplaudere ich mich, jetzt hilft es uns halt, dass wir zum Teil aus Ostdeutschland gerade im Tourismus Fachkräfte bekommen. Jetzt hilft es uns, dass wir zum Teil auch aus Ungarn, aus Slowenien Fachkräfte bekommen. Aber in Summe haben wir da schon noch einen wesentlichen Nachholbedarf. Ja, so sind Sie ganz kurz noch, und dann hätte ich den Herrn Snowy um ein ganz knappes Schlusswort gebeten. Ganz vorbereitet. Nein, ich möchte Ihnen gratulieren. Sie haben aus meiner Sicht 3 Punkte ganz angesprochen, um die es im Wesentlichen geht. Sie haben, in Wahrheit ist die Zukunft der Arbeit komplett neu zu denken.
Und wir sind uns dessen bewusst und Sie haben auch diese Partnerschaft zwischen uns angesprochen. Ja, das ist so. Wir arbeiten so zusammen in dieser Regierung und die Dinge sind nicht so einfach, wie sie manchmal scheinen und sie hängen zusammen und Sie haben erwähnt, dass die Steirerinnen und Steirer, die in Beschäftigung sind, sozusagen auch das Sozialsystem mitfinanzieren. Genau, dafür ist es auch da, dass wir alle, wenn wir es brauchen, dann auch in schwierigeren Zeiten auf dieses System zurückgreifen können. Das ist etwas, was das auszeichnet und deswegen, das funktioniert und das funktioniert gut und das ist ein System, auf das wir auch zu Recht stolz sein können. Und Sie haben das erwähnt und das finde ich sehr schön, dass Sie auch diese beiden Seiten erwähnt haben und nur so funktioniert das. Und Menschen in Beschäftigung zu bringen und Zukunft der Arbeit, ich möchte nicht nur, weil ich zuständig bin, ich möchte jetzt die Sozialberufe herausgreifen. Wir diskutieren diese Berufe sehr oft unter dem Aspekt Sozialsystem, Sozialnetz, das kostet. Dass wir allein in der Steiermark über 10.000 Beschäftigte im Sozialbereich haben, über das reden wir fast nie. Das heißt, ein ganz großer Jobmotor, wenn Sie so wollen. Und gerade der Sozialbereich ist etwas, das sich so entwickelt hat über die Jahre. Das war nicht so präsent, weil es anders geregelt wurde. Jetzt könnte man da ein bisschen ausholen in die Vergangenheit, wo man noch mehr in den Familien und. Über 10.000 Menschen in der Steiermark sind in Sozialberufen tätig. Das heißt, das ist auch Wirtschaftsfaktor. Und wir sind auch stolz darauf. Das sind Berufe, die werden an Bedeutung gewinnen. Das wissen wir auch alle. Und wir wissen auch alle, wenn wir zum Beispiel von der Pflege reden, dass da das Thema Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund, ich sage es ganz vorsichtig, ein starkes Thema ist. Das heißt, ja, wir haben eine Arbeitswelt, die sich verändert. Und ja, wir müssen darauf reagieren. Und dass das manchmal besser funktioniert und manchmal weniger gut, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich möchte den letzten Punkt, den einzigen, wo ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht ganz einverstanden bin, das war so ein bisschen die Suggestivfrage, naja, was tun Sie, wenn Menschen sich nicht bereit erklären? Also ich kenne keinen. Also ich bin ja sehr oft konfrontiert mit dieser Mehr, die Leute wollen ja gar nicht. Die wollen ja am liebsten den ganzen Tag daheim sitzen oder liegen. Das stimmt nicht. Die Menschen wollen arbeiten. Sie wollen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und sie wollen natürlich in jenen Bereichen arbeiten, wo so jeder versteht, die sie einmal grundsätzlich erlernt haben. Da ist man sicher, da kennt man sich aus. Aber sie wollen arbeiten und die Bereitschaft zum Umqualifizieren, höher qualifizieren, weiter, ist eine sehr hohe. Das heißt, es ist dieses, wir brauchen da gar nicht groß drüber nachdenken, was tun wir, wenn sie nicht, so im Sinne von Sanktionen. Wir müssen gemeinsam drüber nachdenken und das haben wir Ihnen heute gezeigt, dass diese Kooperation funktioniert und das tun wir Tag für Tag. Wie bringen wir noch mehr Steirerinnen und Steirer in Beschäftigung? Obwohl wir so viele wie noch nie in Beschäftigung haben, sehen wir auch jenen Menschen im Wort, die derzeit keine Arbeit haben. Und da ist das Ziel und die Menschen wollen arbeiten. Und das ist etwas, das sehr ernst zu nehmen ist. Das heißt, wir brauchen da nicht groß über Sanktionen nachzudenken, sondern darüber nachdenken, wie verändert sich die Arbeitswelt, wie reagieren wir darauf, wer hat welches Instrument und wie können wir auch für jene Menschen, deren Staat nicht ganz so einfach ist, es trotzdem ermöglichen, dass sie hoffentlich im Jahr 2017 einen Arbeitsplatz in der Steiermark haben. Und das ist unser Ziel und das verbindet uns. Danke. The famous last words von Heinz. Ja, es sind aber ganz wichtige Aspekte gesagt und auch gefragt worden. Ich möchte kurz den Aspekt der Digitalisierung ansprechen. Ich habe mal gelesen, es ist fast alles veränderbar und sogar umkehrbar. Was nicht veränderbar oder umkehrbar ist, das ist der technische Fortschritt. Es kann sich Österreich und natürlich auch die Steiermark entscheiden, sind wir da dabei? Oder sind wir nicht dabei, dann werden wir großen Schaden erleiden. Das heißt, an diesen Entwicklungen, neue Arbeit, Veränderungen in den Wirtschaftsbereichen sind wir gefordert, da mit dabei zu sein und alles dazu zu tun, dass die Menschen auch in der Lage sind, mit diesen veränderten Bedingungen gut umzugehen. Unterstützt dieses Thema Stimmung und Vertrauen in die Wirtschaft, aber vor allem in die Bevölkerung eine große Rolle. Und wir sehen unseren Job auch darin, dieses Vertrauen und diese gute Stimmung, die es ja gibt, zu verbreitern, weil diese Psychologie einfach ganz wichtig ist. Sie ist oft wichtiger wie die Zahl eines Bruttoinlandsprodukts, wie hoch das ist oder wie niedrig das ist.
Ja, und der letzte Punkt und Hinweis, dieser Aspekt der Kooperation, der funktioniert in der Steiermark, in der praktischen Arbeit, aber auch darüber hinaus ausgezeichnet. Der funktioniert, wenn ich das für meine Organisation sagen darf, mit den Sozialpartnern, mit allen vier Sozialpartnerorganisationen exzellent. Und funktioniert mit dem Land Steiermark exzellent, mit allen Ressorts. Da ist auch das Landwirtschaftsressort dabei, natürlich Soziales, Arbeit und auch Wirtschaft. Und dafür möchte ich auch Danke sagen. Und danke für die Einladung. Ich danke Ihnen, breche die Diskussion nicht ab, sondern möchte Ihnen ein anderes Setting vorschlagen. Ich habe noch einen kleinen Imbiss für Sie vorbereitet, ein paar kühle Getränke, mittlerweile ist ein bisschen heiß geworden hier. Vorerst vielen herzlichen Dank, wir bleiben am Thema dran, bitte. Lade Sie jetzt schon ein für 2017 und womöglich haben wir dann einen besseren Befund, einen noch besseren Befund. Nichts soll uns davon abhalten, optimistisch zu bleiben. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Jahr. Dankeschön.